Hallo, Joe, Clapper Beast. Ich werde als Videoantwort mein Walter Classic Military Knife vergleichen mit dem Herbert Camping Knife. Das Classic Military Knife erstmal zu den Kosten. Kostet um die 10 Euro, teilweise laut Dennis von Fuhrer Forest Film gibt es die ab 5 Euro schon im Netz, plus Versand. Das Herberts gibt es neu um die 20 Euro. Längenmäßig ist das Classic Military Knife etwa 1,5 cm von der Klinge her länger. Hier mal ein Größenvergleich aus der Nähe. Und als Zusatzoptionen hat das Classic Military Knife eine Säge, einen Schraubenzieher und eine Stechbohr sowie mit dem Loch Nähale. Der Richards Campingmesser hat neben der Klinge einen Korkenzieher und man kann die Gabel aufklappen und dann kann man die beiden Hälften des Messers auseinandernehmen und als Messer und Gabel benutzen. Bei diesem Messer habe ich halt die Säge dabei und die Stech- und Bohrale, die ich sehr oft brauche. Und insofern ist mir das wesentlich wertvoller als mein Campingmesser. Aber auch das wäre mir schade abgenommen zu werden, deswegen nehme ich dieses Richards Campingmesser auf dem Flug mit. Zum Beispiel jetzt, wo ich in Israel war. Und der Vorteil auch an diesen innerisraelischen Grenzkontrollen Richtung Disputed Areas, Westjordanland, ist mit so einem Messer, Campingmesser, wesentlich einfacher zu argumentieren. Aber auch da hatten wir gar keine Probleme. Du hast uns gefragt, wenn wir 300 Kilometer durch die Wüste in einer Survival Reality Show teilnehmen würden, was würden wir mitnehmen? Außer Wasser, das du uns nicht gibst, nicht zur Verfügung stellst. Ehrlich gesagt, das wäre eine Herausforderung, bei der ich lieber kneifen würde, bin ich ganz ehrlich. Ich habe meinen Rucksack natürlich gerne mit der 3 Liter Trinkblase, das ist der Petrol 35 Liter Rucksack aus Israel, und den habe ich jetzt in Israel meistens mit 6 bis 7 Liter Wasser dabei gehabt. Das hat mir dicke ausgereicht für mich und meine Frau zum Trinken. Wenn ich alleine wäre und dürfte kein Wasser mitnehmen, dann würde ich auf jeden Fall ein großes Gefäß mitnehmen. Irgendetwas Leichtes, was groß ist, und eine Schaufel, eine kleine Schaufel und eine Plane. Denn ich weiß nicht, ich habe das nie ausprobiert mit der Wasserdestille im Sommer, wie das wird. Wenn ich ein großes Gefäß habe, dann ist die Chance, dass ich das Wasser, was ich mühsam destilliert habe, bei der Plastikfolie mit dem Stein in der Mitte, auch wirklich Gefäß sammelt. Und dann brauche ich einen Schlauch, den ich dann in das Gefäß einlegen kann, um dann bei geschlossener Destille daraus trinken zu können. Ich würde tags versuchen, mich im Schatten aufzuhalten, mit voller Klamotten-Sache an, und die Destille am Laufen haben und schlafen, wenn ich kann. Und nachts, wo ich am wenigsten Energie verliere, oder im Bereich der Morgendämmerung und der Abenddämmerung, da würde ich dann weiterlaufen, soweit es geht. Aber so eine Destille erstellen ist unheimlich viel Energie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in einer Reality-Show unter ganz realen Bedingungen wirklich fruchtet. Sorry, da muss ich also eher kneifen.
Und dann hast du uns gefragt nach Besonderheiten, die in unserer Gegend sind. Und den Erlachsee kennst du sicherlich schon von meinem Tourvideo Erlachsee vor einem Jahr oder so. Lecker, 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 lecker. Und von daher habe ich mir überlegt, mache ich für dich als Wüstenliebhaber aber etwas Besonderes. Ich bin gerne in der judäischen Wüste bei Bekannten im Kibbutz und im Anschluss führe ich dich jetzt mit einem kleinen Video dort herum. Wir machen einen Spaziergang dort. Einfach als Kontrast will ich keine Musik unterlegen. Ich will das Originalton einfach so lassen, wie er ist, dass man die Ruhe, die dort herrscht, auf sich wirken lassen kann. Also, in diesem Sinne, danke für die Challenge, Joe, und wir sehen uns auf YouTube. Bis dann.